lustig ist sie. Ich finde sie lustig. Na, ziemlich tough. Aber das, also, sie erscheint am Anfang tougher, als sie dann ist, weil sie wird natürlich total verunsichert durch die ganze Aufmerksamkeit, die Roxy bekommt. Aber sie ist ein Stehaufmännchen, also sie gibt nicht auf. Ja, ja, ich bin sicher auch jemand, der sich nicht unterkriegen lässt, aber ich gehe zumindest nicht über Leichen. Zumindest bis jetzt noch nicht. Ich habe das gesehen, 97 in Wien, und habe mir schon gedacht, oh, das ist super, dass die Anna Montanaro gemacht und die hat sich aufgeführt, das war super. Und da habe ich mir natürlich gedacht, das ist eine coole Rolle, du weißt ja nie, wann wird was gespielt, wann kommt das wieder. Aber wie es dann geheißen hat, das wird wieder gespielt, da wollte ich das natürlich machen. Super, also das hat man gleich gemerkt bei der ersten Einspielvorstellung, dass das Publikum das Stück versteht, dass das Publikum das Stück mag, dass sie die Witze verstehen, dass sie diesen schwarzen Humor verstehen. Und das ist natürlich ein Geschenk, da spielt es sich leichter, wenn so eine gute Reaktion kommt. Ja, also wenn man 8 Shows spielt, die Rolle, dann muss man ein bisschen runter vom Gas, weil sonst bin ich jemand, der herumrennt in der Stadt und sich alles anschaut. Aber dann muss ich mir meine Kraft gut einteilen. Also ich stehe auf, ich frühstücke gut, ich esse gut, ich versuche zu rasten und wenig zu sprechen.